Hallo, liebe FC Bayern Basketballfamilie und herzlich willkommen zu unserer neuen BayWa Game Day Show. Wie ihr seht, haben mein Gast und ich es uns schon heute auf dem Court hier gemütlich gemacht und unseren Gast stellen wir natürlich auch gleich sofort vor. Cool, Sascha, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen Dank. Einige von euch wissen es vielleicht schon, Sascha ist kein Native in Deutsch, aber wir werden versuchen, die meisten Fragen und Antworten auf Deutsch hinzukriegen. Ansonsten haut einfach ein bisschen was Englisches raus, kein Problem. Aber ja, ich wusste überhaupt nicht, dass du Deutsch sprichst. Wir haben unser erstes Interview auf Englisch gemacht, Mann. Cheater. Ja, also ein bisschen. Ich verstehe schon alles und ich kann ein bisschen reden. Also wenn ich was nicht sagen kann, dann sage ich einfach auf Englisch. Dann sagst du es einfach auf Englisch. Du bist seit 3 Jahren hier bei uns im Verein und zählst deshalb bei den Profis auch als Homegrown auf dem Platz. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wie war das für dich, hierher zu kommen? Was war deine Hauptentscheidung, dein Hauptgrund? Also wenn ich 14 war, 15, ich bin raus von meiner Stadt in Italien, mit 14 Jahren genau, von Cagliari. Und ich habe ein Jahr in Italien gespielt und nach meinem europäische Meisterschaft. Ich hätte die Möglichkeit, in Europa zu spielen. Und ich denke, FC Bayern war das beste Fit für mich, so wie eine Familie. Und ich habe das sehr viel gemacht, weil ich könnte auch weiter studieren und das enden. Also ja, es ist mein drittes Jahr, jetzt vierte Saison. Und ich bin ein deutscher Spieler, das ist sehr wichtig für die Bundesliga. Also ja, ich liebe FC Bayern, weil wir sind eine große Familie und ich denke, das ist wirklich, wie kann ich sagen, special. Nicht so viele Clubs in Europa sind so. Besonders, sehr gut, ja. Deutsch läuft auf jeden Fall, Mann, keine Sorge. Wie war das für dich damals hier anzukommen? Du hast gerade schon gesagt, du bist mit 14 aus deiner Heimatstadt abgehauen sozusagen. Also warst du 15, als du hier angekommen bist, das ist schon früh. Ja, Es war schwer, aber ich denke, ich mit meiner Mutter war sicherlich mehr einfach, weil sie ist mit mich gekommen und das hat mir geholfen, weil mit der Schule und alles und Basketball, es war nicht einfach, sich zu organisieren, aber ja, meine Mutter hat, she played a big role und das jetzt bin ich alleine, ich bin 18 und ich habe schon ein bisschen gesehen von meiner Mutter, was sie für mich gemacht hat. Also es war schwer, aber es war meine Entscheidung, ich will ein Basketballspieler sein. Und ja, also ich bin sehr, wie kann ich sagen, I'm lucky to be here in Bayern Munich. Ja. Du bist jetzt seit 2 Jahren Teil des Profikaders. Wie würdest du sagen, waren diese ersten 2 Jahre für dich? Einmal persönlich als Mensch und dann auch mit den Profis. Mit dem Team. Mhm. Wow, also ich habe angefangen mit 13 Basketball zu spielen und mein erstes Basketballspiel war in die Europäische Meisterschaft. Ich habe angeschaut, waren mit Lucho und Paul Zipser und alle diese Spieler. Und letztes Jahr, wenn ich war im Training mit den gleichen Spielern, es war wirklich so wow. Manchmal jetzt auch, ist dasselbe. Aber ich würde sagen, ich habe immer hart gearbeitet. Und diese Chance war letztes Jahr und auch dieses Jahr, ich bin sehr stolz auf das, weil ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf und ja, dass ich jetzt hier bin und ich habe diese Möglichkeit, ist so wirklich eine Wow-Sensation. Und ja, letztes Jahr war die erste Experience in Miami und wir haben diese NBA-Tournament. Ganz guter Start so. Ja, genau. Und ja, dann in die Saison, also ist nicht so gut gelaufen, aber ich habe wirklich gesehen, wie alles läuft im Lockerroom und alles. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und das hat mir auch sehr viel geholfen dieses Jahr mit meinen ersten Minuten und so. Aber das Wichtigste war immer weiter zu trainieren und arbeiten, weil die Chancen kommen und du musst das nicht nehmen. You don't need to take it for granted. Aber wann sie kommen, ist sehr wichtig. Also es läuft gut. Ja, ich glaube auch, dass es ganz gut läuft. Und 2019, da ist auch noch was anderes passiert. Da seid ihr nämlich Meister geworden zusammen.
Und wir haben einen richtigen Meister-Movie auch. Die JBWL hat das auch gemacht in dem Jahr, das Ding. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt rausgesucht und da schauen wir jetzt nochmal rein. Ah, Hero Ball, ich liebe das. Und haben wir das erste Mal erst am Wochenende. Sasha Grant. Oh! Oh! Sasha! Was für eine Grant! Krasser Move! Mega! Zweihändigen Dank! Und ich habe wirklich doch nichts falsch versprochen, als ich gesagt habe, der Junge ist unglaublich. Boah, oder? Was für eine Überathletik! Der Dank von Sasha war vielleicht sogar das Play of the Year in der NBBL. Das war, glaube ich, für die 2-Punkte-Führung. Und er hat das ganze Spiel hat er sehr unglücklich gespielt. Ich habe ihm Ende des dritten Viertels nochmal gesagt, wenn er zum Korb geht, soll er hart zum Korb gehen. Und ich glaube, das hatte ich zu Herzen genommen. Und der Dank war schon so eine Granate. Und da ist er einfach hochgegangen und das war stabil, würde ich sagen. Nur noch so irgendwie weggeschleudert. Ah, plus 4 kann auch machen. Nee, natürlich 4 Punkte. Und das war's. Noch ein 1,9 Sekunden. Wienapfel. Baguette. Und das war's. FC Bayern München. Der FC Bayern München ist deutscher U19-Meister. Du freust dich wie ein kleines Kind. Also, es pfeift, die Schlusssirene kommt und du denkst an gar nichts mehr. Du springst drum, nimmst alle in den Arm und einfach Glücksgefühl. Ja, erstmal ist man natürlich erleichtert, dass es vorbei ist, dass man es geschafft hat. Aber natürlich auch kommt dann sehr schnell die Freude, Emotionen. Man sieht die Jungs, wie sie sich in den Armen liegen, wie sie ausflippen und das freut dann, macht einen stolz dann. Oh man, crazy. Ja, Capitano Bruno hat gerade schon gesagt, stabiler Dank, würde ich auch sagen, war relativ stabil. Und dann meinte er auch, man freut sich wie ein kleines Kind. Und du meintest auch schon, du hast Gänsehaut gerade gekriegt und so heftige Reaktion. Wie hast du das erlebt? Ja, es war das erste Mal, dass ich was gewonnen habe. Und es war wirklich, es hat mir gezeigt, wirklich, dass wenn du hart trainierst und für was arbeitest, dass was Gutes am Ende kommt. Und ja, es war wirklich ein schweres Jahr mit den Verletzungen von vielen Spielern. Aber ja, wir haben alle hart gearbeitet. Und ich denke, Andy Wagner ist wirklich ein guter Coach für junge Spieler. Er hat mir so viel gezeigt und ich habe so viel gelernt von ihm und jetzt immer noch. Also ich habe eine wirklich gute Relationship mit ihm und ich habe so viel Respekt. Und diese Saison, wir haben das perfekt, we finished it perfectly mit der Meisterschaft. Also krasse Erinnerungen, wirklich, wirklich gut. Ja. Glaube ich dir. Und du hast jetzt gerade quasi perfekt die Überleitung, die Moderation für unseren nächsten Beitrag gemacht. Wir haben Coach Wagner nämlich auch noch mal zu dir befragt. Und das gucken wir jetzt mal an. Ja, erstmal muss man sagen, dass Sascha ein 1er Junge ist, also wirklich ein toller Kerl, mit dem es immer Spaß gemacht hat zu arbeiten und seitdem er hier ist, hat er sich kontinuierlich von Jahr zu Jahr verbessert und mich freut es einfach jetzt, dass er bei der ersten Mannschaft schon die erste Minute auf in der Bundesliga und in der Euroleague sammeln durfte und die Entwicklung ist gut und es freut mich vor allem. Defensiv ist er natürlich eine Maschine, jetzt muss er offensiv natürlich noch dazulernen, hat er jetzt aber gemacht mit seinem Wurf, den er verbessert hat, hat er auch die ersten Würfe getroffen und das ist einfach schön, ihn da zu sehen und das freut mich ganz persönlich für ihn. Sascha, für die Zukunft alles Gute, mach weiter so. Ich hoffe, dass ich dich trotzdem nochmal in der Pro B sehe, aber natürlich freut es mich viel mehr, wenn du bei der ersten Mannschaft auf dem Parkett stehst, weitermachen und Gas geben. Danke, Coach. Sieht er dich nochmal auf dem Pro B-Court? Sorry? Sieht er dich nochmal auf dem Pro B-Court? Ja, ich weiß nicht, aber ich bin immer bereit, die Mannschaft zu helfen. Aber ja, ich denke, dass das Wichtige ist, dass ich bin bereit für was kommt, Pro B, Bundesliga, Euroleague. Aber mit Coach Wagner wirklich eine gute Relationship, was wir haben und sehr viel Respekt. Und ich denke, das ist etwas, das bleibt, auch auf dem Court oder in 10 Jahren. Ich denke, das bleibt. Wenn du jetzt mal so eine ganz spezielle Sache rauspicken müsstest, die er dir besonders beigebracht hat, was wäre das?
Patience. So, ja, er hat mich die Sache, du kannst etwas zu einem Mensch lernen in viele, in a lot of different ways. Und I really respect how he handled me and the patience he had with me and just the way he is as a person. It makes you respect him. No matter if you're mad after practice, you know the guy cares about you, and that's why I think all the players always respect him and we love him. Yeah, I love him. Ach, süß. Also bedeutet dir schon viel, dass er so über dich spricht, yeah, auch? Ja. Yeah. Sehr cool. Ja, also Coach hat auch gesagt, dass du eine defensive Maschine bist, klar. Und dass du ein sehr physischer Spieler bist, auch klar. Ist natürlich ein großer Vorteil im Jugendbereich. Wie hast du den Schritt für dich vom Jugendbereich in den Profibasketball erlebt? Es war nicht einfach. Also in die Preseason letztes Jahr mit Jedo und mit Lucho, was war hart am Anfang, aber ich habe gelernt, dass ich kann meinen Körper benutzen und physical sein. Und ja, das hilft viel, weil wenn du vielleicht einen Fehler machst, kannst du physisch sein und das hilft sicherlich. Aber ja, jetzt mit Paul, mit Lucho und mit all den Spielern, auch JR, JJ und ich denke, die ganze Mannschaft, die helfen mir jeden Tag, mich zu verbessern und das ist sehr wichtig. Also jetzt läuft ziemlich gut. Ich kann so viele Sachen besser machen, aber ich denke, in einem Jahr, ich habe viel gelernt und das steht von der Jugend bis die erste Mannschaft. Ich würde sagen, es ist besser. Du hast gerade schon gesagt, die Jungs helfen dir alle, dich zu verbessern. Was sind denn so Bereiche, an denen du noch arbeitest oder arbeiten willst? Defense, erstens, weil als eine Mannschaft, wir sind ein Defense-Team, mhm, und wenn du nicht Defense spielen kannst, kannst du nicht am Feld sein. Also das ist sehr wichtig. Viele Details verbessern in Defense und immer physisch sein und verstehen, wie ich kann meinen Körper benutzen und nicht so viele Energie. Ich kann auch Energie sparen, weil ich benutze viel Energie, aber ich kann es besser benutzen. Mhm. Und im Offense, ja, ich rede immer mit Coach. Erstens verstehen, was geht im Feld. Ich denke, das kommt auch mit der Erfahrung und alles. Aber klar, ein Wurf ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn du jung bist, wenn du offen bist, werfen. Und Ballhandling, es gibt so viele Sachen, dass du musst verbessern. Aber ja, Schritt für Schritt. Sehr gut, so muss es sein. Ich dachte, du sagst einfach safe deinen Wurf. Ja. Darauf wollen wir ein bisschen drauf raus, nämlich. Wie das bei uns nämlich so ist, müssen natürlich die Neuen, und dazu gehören offensichtlich auch die Rookies, immer ran an den Speck. Und wir haben unsere drei Rookies, Jason George, Rudi und Sascha natürlich, du leidest schon. Die mussten ran und wir haben eine kleine Wurf-Challenge gemacht. Davon gibt es mehrere Teile, aber einer, der lief so und den gucken wir uns jetzt mal an. Bro, why are you shooting free throws? Because I don't shoot threes, okay? Where is it? Terrible. Oh no, please. Oh, okay. Oh. Man, you know, I already know how this is going. One. Two. Come on, Sash. Four. Okay. Okay. Okay, this one's off for sure. Yeah. Oh, okay. Zero, man. Free throws. Oh. All right, bro, I give up, man. For real. Yeah. You'll make me shoot for no reason, man. This. No. Bro, hell, the language. My mom was not happy. Yeah. My mom was, sorry, mom.
Maybe we won't show her. That's okay. Ja, also was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Zu meiner Defense? Ja. Yeah. Like in your defense here. Ey, immer weiter arbeiten und ich denke, ich habe auch mit Andreas, ich hätte fast Angst manchmal zu werfen. Die Dreier oder grundsätzlich? Die Dreier, at one point. Aber ich habe gearbeitet auf das und ich denke, es ist mental. Ein größeres Stück ist mental, aber ja, ich habe viel gearbeitet im Sommer und auch mit den Coaches hier und ich denke, es läuft immer besser. I'm no way close to where I would like to be, aber step for step und es geht besser. Ja, es geht voll besser, weil das war dann, wie es weiterging. Side for the shot, but it comes back off the rim and wide open. Come again into that left pocket, three-pointer up and the three-pointer is sunk. Two three-pointers back to back. Retain possession for Zvezdan. Grant for three. Grant, it's another three. Yeah, I love that. Appreciate it. Thank you for that. Ja, also offensichtlich hast du dich derbe verbessert. EuroLeague 100% von der Dreierlinie in deinem Starting Debut as a Starting Fiver. Ja, also wie war das für dich anzufangen und dann so ein Ding hinzulegen? Ja, also die ganze Experience war something I will never forget. Ich wusste es schon vorher, dass ich that I would start. Und es war schon hart, weil im Training ich war nervös, sagt man so. Und auch schlafen war tough am Anfang. Ich war so voll mit Energie. Und wir hatten on Game Day Training. Und dann, ja, ich hatte Zeit zu schlafen. Ich war eine Stunde so im Bett. Aber ich habe einfach gedacht, weißt du, ich arbeite für diesen Moment. Also ich muss ruhig bleiben und ich muss nichts Besonderes machen. Einfach, was ich weiß, was ich machen kann und wie ich kann die Mannschaft helfen. Und ja, ich hätte diese zwei Chancen zum Werfen. Ich habe die genommen und ja, ich arbeite für diese Shots. Also es war gut, dass sie war rein und nicht raus. Aber ja, crazy experience. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Coach hat bis jetzt mich eine Chance gegeben, dass ich kann die Mannschaft helfen. Also ja. Ja, aber also man sieht ja auch offensichtlich, dass du dich derbe schnell, derbe gut verbesserst. Derbe ist ein schlechtes Wort, sorry. Sehr schnell, sehr gut verbesserst. Mhm. Was sind denn für dich noch Ziele persönlich in der Saison und vielleicht auch über die Saison hinaus? Ja, ich denke, wenn du spielst, du willst immer was gewinnen und du willst zu Hause gehen, dass du hast was gewonnen. Also jetzt mit die Pokal, dass wir wieder rein sind, ich denke, das ist das erste Ziel. Und klar die Bundesliga. Und persönlich, ich würde sagen, weiter arbeiten und bereit sein für die Chancen, weil du weißt niemals, wann diese Chancen kommen. Und wie ich vorher gesagt habe, you shouldn't take your chances for granted that you're gonna play. So, du musst weiterarbeiten und deine Teammates helfen, dass sie auch bereit sind. Und ja, ich hoffe, ich kann in my way die Mannschaft helfen. Ja. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen. Ich würde gerne auch nochmal über die Herausforderungen sprechen, die sportlichen, die jetzt als Team auf euch zukommen. Wenn ihr das übrigens heute seht oder wenn ihr das grundsätzlich seht, liebe Zuschauer, wir beide wissen noch nicht, wie die Jungs gegen Efes gespielt haben. Das ist nämlich heute erst. Ihr kennt das Ergebnis schon. Deshalb reden wir jetzt am besten einfach mal über das Spiel am Donnerstag gegen CSKA. Eins der heftigsten Euroleague-Teams seit immer. Wie schätzt du diese Mannschaft ein? Worauf muss man besonders achten? Ich denke, wir müssen auf uns konzentrieren.
ich denke, Coach hat einen wirklich guten Job gemacht von der Preseason. Ich weiß, dass alle die Spieler sind wirklich fokussiert und die hören, was er sagt. Und jeder Teamtraining, wir wollen besser sein. Und ich denke, das ist das Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Bis jetzt haben wir eine gute Euroleague-Saison gehabt. Ich denke, niemand hat das gedacht. Aber ja, wir haben wirklich gut gearbeitet. Jeder Spieler, wie ich gesagt habe, ist fokussiert. Und ich denke, das ist das Weg, weiter Weg gegen CSKA oder auch Ludwigsburg diesem Wochenende. Wir müssen einfach arbeiten und zusammenbleiben, weil bis jetzt es ist gut gegangen. Wir sind eine physische Mannschaft und ja, Coach wirklich und alles, die Coaching-Staff macht immer einen guten Gameplan und das ist ja sehr wichtig. Also ich würde sagen, auf uns fokussieren. Gute Antwort, auf jeden Fall. Würdest du aber sagen, dass der Respekt überwiegt oder die Vorfreude? Was? Die Vorfreude ist like the excitement. Is the excitement bigger or the respect? For the other team? CSKA, yes. Ich denke, ja, ich bin auch sehr jung. Ich denke, die anderen Spieler ist sehr nicht so. Ja, aber ich frag nur dich. Respekt ist was, das du hast. Raus von dem Feld, aber wenn du spielst, ist alles weg. Du musst nicht anschauen, gegen wen du spielst. Also ich würde sagen, einfach hart spielen und mit diesem zweiten Wort, das du benutzt hast. Ja, Excitement, play with Excitement und Energy und obviously Respect for the other teammates, but you know, you gotta put that away at some point. Yeah. Du hast schon mehrmals gesagt jetzt in unserem Gespräch, wie gut ihr alle zusammenarbeitet, Coach, Coaching Staff, alle und auch die Jungs untereinander. Und das merken auch die anderen Teams und das merken auch die anderen Coaches. Und die sagen immer wieder, ihr seid im Moment das Team, das so eine krasse Mentalität hat und so einen unglaublichen Team-Spirit. Warum ist das so? Was macht das aus bei euch im Moment? Ich denke, am erstens, alle die Spieler in diesem Club haben wirklich eine gute Qualitäten als Menschen. Und das ist sehr wichtig. Ich denke, es ist hart zu finden, Leute, also in einer Mannschaft, alle Leute, die haben so eine gute Personalität und Mentality. Und ja, Bayern ist eine Familie und wir sind auch eine Familie als Team. Ich kann das wirklich fühlen. Und das Coaching-Staff und Coach, er hilft auch mehr, das zu bringen. Mit seinem Style, mit Coaching und er versteht wirklich so viel und he teaches us so much about the game and helps us to stick together and to do our job even better than what every player is able to do. Also ich denke von die erste bis die letzte wirklich eine gute Personalität und wir wollen zusammenarbeiten. Ich denke, das ist, warum wir gewinnen diese Spiele. Und du hast gerade schon auch das Spiel gegen Lubo angesprochen, am Sonntag um 18 Uhr. Ja. Da habt ihr noch eine Rechnung offen, würde ich sagen. Die haben euch nämlich im Viertelfinale letztes Jahr rausgehauen. Wie heiß seid ihr da drauf, das Ding zuzumachen? Ja, diese ganze Saison, ich denke, wir werden zeigen, dass letztes Jahr, es kann passieren, das kann passieren, aber jetzt ist jetzt und wir müssen unser Bestes geben. Es ist immer schwer, nach die Double Week in die Euroleague, in die Bundesliga zu spielen und die Bundesliga-Teams, die vorbereiten sich die ganze Woche auf uns und die sind auch sehr heiß, uns zu spielen. Aber wir müssen unser Spiel spielen und ich denke, alles wird gut gehen. Sehr gut. Nick Weiler-Bepp hat ja letztes Jahr bei denen gespielt, hat jetzt das Ding von der anderen Seite. Dieses Mal hat er euch schon irgendwie einen Tipp gegeben oder weiß er, wie man dieses Team knacken kann? Ich bin nicht in Istanbul jetzt, also ich weiß nicht, aber ich denke, für jetzt, wir müssen auf FS denken, ja. Dann nächstes Spiel auf CSKA und dann, wenn es kommt, ich denke, er hilft uns für dieses Spiel, aber ja,
every game is important, so we have to think, you know, game by game. Yeah. Alright then, Sash, vielen, vielen Dank. Dein Deutsch ist derbe gut. Wir machen nie wieder Interviews auf Englisch, kannst du vergessen. ja, und an euch vielen Dank zum Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt die Spiele natürlich, bleibt fleißig dabei und wir sehen uns bei der nächsten BayWa Game Day Show. Bis dann.